Heute geht es mal um den Mediamarkt, genauer genommen den Mediamarkt in Berlin-Spandau. Jeder von euch war sicherlich schon mal beim Mediamarkt. Egal, was ihr kaufen wollt. Manche machen sich vorher schlau im Internet, über YouTube Testberichte anschauen und geht dann hin zum Mediamarkt und kauft das Teil. Ebenso ist es meistens so, dass man dort ankommt, in die Abteilung geht, wo das Teil ausgestellt ist, und man sucht erstmal einen Verkäufer. Wenn man dann einen gefunden hat, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder der Verkäufer hat Ahnung und berät einen vernünftig. Die zweite Möglichkeit, der Verkäufer hat keine Ahnung. Und die dritte Möglichkeit, die habe ich jetzt fast vergessen, der Verkäufer hat keine Ahnung, macht aber so, als ob er Ahnung hat. Und dann sind wir, auf Deutsch gesagt, am Arsch. Also mir ging das jetzt vor kurzem so, wenn ich irgendwas kaufe, gerade etwas teure Sachen, in dem Fall wollte ich zwei weitere Kameras kaufen, hierfür die Aufnahmen. Und ich bin immer der Typ, ich mache mich immer schlau vorher im Internet. Ja, ich weiß, was ich will, gucke dann zu speziellen Kameras, gucke ich mir Testberichte an, gucke auch gleichzeitig, sind die beim Mediamarkt vorrätig, alles klar. Verbringe wirklich stundenlang vor dem Computer, vor YouTube und schaue mir diese Testberichte an. Gehe dann und denke, jetzt habe ich die Kamera gefunden, gehe dann zum Mediamarkt und dann passiert Folgendes. Du kommst an einen Verkäufer, der keine Ahnung hat, es aber zugibt, keine Ahnung zu haben. Und ruft seinen Kollegen. Und der Kollege, der macht so, als ob er Ahnung hätte. Es gibt, glaube ich, kein Produkt, von dem er keine Ahnung hat. So macht er das zumindest. Er weiß über Waschmaschinen Bescheid, er weiß über Fernseher Bescheid, er weiß über Kameras Bescheid. Egal, was bei Mediamarkt verkauft wird, er hat Ahnung davon. Und dieser Kollege wurde nun zu mir geschickt. Ich muss mir mal setzen. Ja, dieser Kollege, und jetzt fängt das übel an. Ich hatte mir also zwei Kameras ausgesucht, sagte, ich interessiere mich für die und die Kamera. Ich glaube, das war eine Lumix FZ82, die gar nicht so schlecht abgeschnitten hatte in den Tests bei YouTube. Und ich sagte, ich interessiere mich für diese Kamera. Und er, um Gottes Willen, nein, das würde ich ihm nicht raten. Sagte ich, warum denn nicht? Naja, der Sensor, sagte ich, junger Mann, die soll eigentlich gar nicht aufnehmen. Ich will nur ein Videosignal über den HDMI-Ausgang haben, der dann Bildmischer reingeht. Ja, aber Sie wollen doch ein einigermaßen vernünftiges Bild haben. Und sagt ihr, gut, was ist denn mit dieser Kamera zum Beispiel? Ich glaube, das war eine Rollei oder irgendwas, ne? Nein, um Gottes Willen, die ist ja noch schlechter. Und sagt ihr, okay, was empfehlen Sie mir denn jetzt? Und ja, dann kam er wahrhaftig, dann ging er ein paar Schritte weiter, wo kleine Kompaktkameras stehen. Das andere waren DSLR-Kameras. Schickt er mich oder geht er mit mir zu Kompaktkameras, was eigentlich reine Fotoapparate sind, die aber, wenn man Fotos damit machen will, dann kann man gleich ein Handy nehmen. Aber ich verlasse mich erstmal drauf, ich bin erstmal reingefallen auf seine Kompetenz. Er schlägt mir also zwei Kameras vor, die sogar noch teurer waren als die DSLR-Kameras, die ich mir eigentlich ausgesucht hatte und wo die Testberichte eigentlich ganz gut ausgefallen sind. Sagte okay und sagte von vornherein zu ihm, du pass auf, eine von denen werde ich dann nehmen. Ich nehme aber jetzt die zwei verschiedenen mit, probiere die zu Hause aus, ob die meinen Ansprüchen genügen, ob die das machen, was ich mir vorstelle.
werde dann entsprechend eine zurückbringen und eine zweite dann von der anderen, die ich behalte, noch mitnehmen. Und das hat er abgesegnet, das war für ihn okay, machen wir. Ich nach Hause gefahren, Kameras ausgepackt, verkabelt, an den Bildmischer angeschlossen und schon sehr schnell gemerkt, das Bild kannst du natürlich in die Tonne kloppen. Und du bekommst, und sie hatte auch nicht eine reine Videofunktion. Ja, bei den DSLR-Kameras hast du hier oben meist noch so ein an diesem Einstellrad, wo du auf Video drücken kannst, was bei denen gar nicht vorhanden war. Videos nahmen die nur auf, indem du auf den Video-Knopf drückst und das war's. Aber auch die Qualität weit, weit hinter einem normalen Handy-Video. Ich die Sachen also wieder eingepackt und am nächsten Tag zurück zu Mediamarkt in Berlin-Spandau. Was passiert? Der gute Mann war natürlich nicht da, der mir das aufgequatscht hatte. Stattdessen ein anderer Kollege, der, naja, auch erstmal so machte, als ob er Ahnung hätte und sich wunderte, warum denn die Qualität so schlecht wäre. Naja, gut. Wahrscheinlich haben die Leute diese Kameras da noch nicht ausprobiert gehabt. Aber so reden, als ob die doch ganz gut wären. Jedenfalls nach Betrachten, ob alles in Ordnung ist mit den Kameras, wurde mir dann der Zettel ausgeschrieben zur Gutschrift oder beziehungsweise der Zettel für die Rückgabe, ne, dass ich an der Kasse das Geld ausgehändigt bekomme. Ich wollte aber dann gleichzeitig diese Lumix FZ 282 mitnehmen, weil ich denke nach wie vor, dass das eine Kamera ist, womit ich auch arbeiten könnte. Zumindest als Zweitkamera, als einfache Backup-Kamera. Habe das in der Hand, gehe dann zur Info und möchte dort auch bezahlen. Und dann sehe ich zufällig, dass es insgesamt 15 Euro weniger sind, als ich eigentlich bezahlt habe, die ich ausbezahlt sollte bekommen. Also 15 Euro weniger, als ich vorher eigentlich bezahlt habe. Was mich da etwas verwunderte, ich an der Info nachfragte, warum, wieso, die wiederum die Dame hinten in der Abteilung anrief und den Verkäufer dann an der Strippe hatte und dann wohl gesagt bekam, ja, der hat jeweils einmal 8 Euro und einmal 7 Euro jeweils von den Kameras, von dem Preis abgezogen, von der Rückgabe, weil ja die Verpackung geöffnet war. Okay. Und dann fragte die Dame mich, hat der Verkäufer Ihnen das nicht so gesagt? Sagte ich, nein, mir hat keiner was gesagt. Der Verkäufer hat mir wirklich nichts gesagt davon. Ich also wieder hinten hingegangen zum Verkäufer in die Abteilung und der machte dann aber ohne zu mohren, muss man sagen, gleich wieder die 15 Euro Gutschrift, dass ich die auch mitbekam. Und für die Kamera, die ich ja, für die Lumix FZ 82, die ich ja nun auch mitnehmen wollte, sah ich dann auf diesem Ausgabebeleg schon ein kleiner Vermerk, aber ein entscheidender Vermerk, Umtausch bei Nichtgefallen ausgeschlossen. Da sagte ich, ist denn dieser Vermerk normal? Dann sagt er, nee. Das habe ich jetzt nur bei Ihnen jetzt so mit draufgeschrieben, weil Sie gestern schon zwei Kameras mitgenommen hatten. Und ich würde die Kamera also jetzt nicht wieder zurücknehmen. Was ein Kollege von mir macht, da müssten Sie das mit dem Kollegen besprechen. Ich würde die Kamera nicht zurücknehmen, sagte er zu mir. Da sagte ich, okay. Warum sagen Sie mir das denn nicht? Sie schreiben einfach
da drauf auf dem Ausgabebeleg, umtauschbar nicht gefallen, ausgeschlossen. Warum sagen Sie mir das nicht noch zusätzlich? Das wäre dann nur ganz, ganz fair. Ich hätte die Kamera jetzt fast bezahlt und wenn die Kamera dann nicht entsprechend so gewesen wäre, was ich mir vorstelle, wäre eine Rückgabe ausgeschlossen gewesen. Und wir hätten richtig Ärger dann bekommen. Man hat ja keine Antwort drauf gehabt. Gut, jetzt mögen manche von euch natürlich sagen, ja, haben Sie schon recht. Ich meine, geht ja nicht, wenn man eine Sache kauft und das wieder zurückbringt. Klar, stehe ich eigentlich auch dazu, würde ich eigentlich auch nicht im Normalfall machen. Aber der kleine Unterschied ist, wenn man von denen beraten wird und sagt, und dann wird gesagt, diese Kamera ist das, was Sie suchen. Und die Kamera macht das, was Sie brauchen. Und man nimmt die Kameras mit und ganz klar mit der Absprache vorher, dass eine Rückgabe möglich ist. Ich habe es ja vorher ganz klar gesagt. Dann verlasse ich mich darauf. Und wenn man das dann zurückbringt, weil halt auf Deutsch gesagt Scheiße beraten wurde, dann erwarte ich auch, dass man das problemlos zurücknimmt, aufgrund der vorherigen Absprache. Jedenfalls für mich ist klar, ich werde bei Mediamarkt grundsätzlich, gerade hier in Spandau, ich weiß nicht, wie die anderen Mediamärkte sind, die sind ja alle autark, wenn mich nicht alles täuscht, ich werde bei Mediamarkt nichts mehr direkt im Geschäft kaufen, das heißt aus dem Regal rausnehmen, vorne an der Kasse bezahlen, weil ich mir nicht sicher sein kann, wie die denn reagieren, wenn man das Teil zurückbringt. Es gibt zwei Möglichkeiten. Ich gehe online bei Mediamarkt, kaufe das Teil, obwohl das auch in dem Markt vorrätig ist. Ich kaufe es aber trotzdem online. Mit dem Hinweis, Abholung im Markt. Das heißt, wenn ich das dann mache, dann ist das wenige Stunden später, also soweit es vorrätig ist in dem jeweiligen Markt, 2-3 Stunden später liegt das dann zur Abholung an der Info bereit. Bezahl auch der Ende an der Info und habe dann aber, da ich es online gekauft habe, grundsätzlich ein 14-tägiges Rückgaberecht. Ohne Wenn und Aber. Das heißt, ich brauche bei der Rückgabe gar nicht mehr in die Abteilung gehen, wo das eigentlich liegt, sondern das wird alles an der Info abgewickelt. Und somit umgehe ich dieses Spielchen, was mit mir da getrieben wurde oder werden sollte. Zum Glück ist es mir vorher noch aufgefallen. Oder Fazit, ja, jeder muss selber eine eigene Meinung über den Mediamarkt bilden. Meist fährt man gar nicht so verkehrt, obwohl die Preise auch nicht immer die günstigsten sind, man nicht immer kompetente Leute vorfindet, die einem nicht womöglich das einen vom Pferd erzählen wollen. Meistens ist es leider so, die wenigsten haben Ahnung. Man kann ja auch nicht von allem Ahnung haben. Ja, man kann nicht von Kameras Ahnung haben, von Fernseher Ahnung haben, von Beleuchtung, von Stereoanlagen, von Kochtöpfen, Kühlschränken oder Herden. Man kann doch nicht überall Ahnung von haben. Aber es gibt immer wieder Leute, die so machen, als ob sie Ahnung davon hätten, die dort arbeiten. Und die finde ich am schlimmsten. Und ich hoffe, dass ihr nicht an solche Verkäufer gerät. Für mich als Fazit, kaufen bei Mediamarkt nur noch online grundsätzlich.